einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, da sind wir wieder. Wir sitzen hier immer noch auf dem Friseur. Dem Friseur ist nichts zu schwören. Und ja, die Nacht ist fast vorbei. Ein Glück, Gott sei Dank. Ist auch unheimlich viel passiert. Es ist nämlich gar nichts gewesen. Wie immer, die sind da nur unten ziemlich am Meckern. Jetzt mal was. Achso, was macht eigentlich das Green Dye? Damage Bonus macht das auch. Die kann ich modifizieren. Warte mal, wenn ich Green da reinmache. Block Damage hier. Stamina Kost geht auf 12. Attacks per Minute 70. 10, 21, 12, 70, 96. 11, 24, 12. Also ein bisschen mehr Melee Damage. Block Damage halt, ne? Okay. Egal. So. Ist ja immer noch besser wie nix. Und, warte mal, wir waren hier, wir sind hier so rumgegangen. Da scheint irgendwie eine Scheune oder sowas zu sein. Naja, komm, wir gehen mal runter. So, da sehe ich doch schon ein Vogelnestchen hier. Nehmen wir uns direkt mal mit. Achso, ich habe doch eine Feueraxt. Oh, noch ein Nest. Sehr gut. So. Den Friseursalon werde ich jetzt nicht looten. Ach toll, out of stamina. So. Hier, Burger. Burger Fries. Ich sehe noch Autos. Eine Pickaxe wäre halt richtig, richtig nice. Wenn wir so eine finden würden. So ein Pawn, so ein Loan wäre halt auch gut. Was ist das hier? Das ist eine Schule oder sowas, ne? Kindergarten oder was ist das hier? Schulbus durchsuchen. Vielleicht hat ja eins der Schulkinder zufällig eine Picke dabei gehabt. Hier, guck mal, Frau Lehrerin, ich habe eine neue Pickaxe bekommen gestern. So, im Klassenunterricht. Oh, da vorne ist ein Waffenladen. Auch gut. Ein Nagel. Ja, sehr gut. Na, das hat sich doch mal gelohnt. Hör auf, das Auto zu schlagen. Mensch, das Kind hat explodiert. Das weißt du doch. So, hier können wir nichts mehr durchsuchen. Die Akademie. Ich frage mich, ob da wirklich vieles Interessantes drin ist. Ich würde ja am liebsten alles looten, aber im Moment lege ich halt echt so ein bisschen Prio auf etwas bessere Werkzeuge. Also zumindest eine Pickaxe wäre halt mal richtig geil. Face the Bears, drink for free. Ah ja, das ist die Bärenshow. Hier ist ein Shotgun Messiah. Da sind oben zwei große Bären drin in dem Gebäude. Das habe ich mal irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr wann und wo, aber irgendwo habe ich das mal gesehen. Oder es steht noch eine Kühlbox rum. Ah, die ist leer, ne? Schade. Okay. Ja, wir gehen einfach mal weiter. Wir gehen mal hier weiter durch die Stadt und gucken mal, was wir sonst so finden. Hier sind ja noch überall Autos. Da kann ja auch eine Picke drin sein. Da hinten ist eine Baustelle. Da könnte es eine Picke geben. Auf der Baustelle. Da könnte was sein. Schrotmunition. Krasse Stadt. Riesig irgendwie. Gefällt mir sehr gut, die Stadt hier, so schön im Grünen. Da ist auch eine Baustelle. Was ist das hier für ein Ding? Pornshop. Da könnte es sowas eventuell auch geben. Guten Tag.
Hä? Wieso sind hier noch Glas? Ach, da ist noch Glas davor. Da steht ein Zement. Quatsch. Nicht ein Zement. Also, was los hier? Da liegt eine schicke Tasche. Das gibt's doch nicht. Durch die Tür haut er mir eine. Also war gut was los, ey. Lieber Mann, wie viele Pfeile haben wir? 32, das ist nicht gerade viel. Da kommen die ganzen Cowboys raus, ey. Naja, gut, gibt ein Level ab. Und wir haben ja Zeit. So, warte mal. So, das war es für die Nummer von eben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ja, das hast du davon, Junge. Schlage ich noch daneben. Gibt's das? Aua! Ja, so uns alles klar. Sag mal, was mache ich denn da? Bin ich jetzt völlig gaga, ey? Schon weg. So, wir brauchen unbedingt Steinpfeile. Was fehlt uns denn? Stein. Wie soll es auch anders sein? Uns fehlt Stein für die Steinpfeile. Ach Gott. Warum liegt denn hier kein Gestein rum? Da liegt einer. Oh, was ist das für ein Gebäude? Kenne ich gar nicht. Ich glaube, wir haben wieder einen Skillpunkt bekommen, ne? Ja. So, warte mal. Dann sollten wir jetzt mal den hier machen. Dass wir so langsam auf die Schmiede hinarbeiten. Wir sind jetzt Level 7 oder 8. Ich weiß es nicht genau. Warte, wir gucken. Level 7 sind wir. Okay. Könnte ich schon mal Steinpfeile machen. 46 Federn haben wir noch. Okay. Das ist gut. Die machen wir noch, die Pfeile. Dann können wir uns in den Pornshop reintrauen. Es ist ja noch früh. Es ist ja erst 7:30. Also gleich 4:15. Und dann haben wir ja noch jede Menge Zeit, um da drin alles Mögliche mitzunehmen. So, okay, da war jetzt ein bisschen unclever. So, noch eine Bandage drauf. Da haben wir noch Hundefutter. So, das zerlegen wir, das schmeißen wir weg. Die machen wir dahin. Die schmeißen wir auch weg. Tja, so ist es halt. So. Na komm, Stein. Geh weg. Ich habe den Eindruck immer, ich mache mal viel zu wenig Damage an so Steinen. Ich habe immer den Eindruck, das dauert bei mir viel länger als bei anderen Spielern im Let's Play. Wenn ich mal von irgendjemandem Let's Play gucke in 7 Days, dann ich verstehe das nicht irgendwie. Das ist ganz strange. Ich habe immer den Eindruck, mir fehlt Damage. Warum auch immer. Achso. Keine Steine mehr. Okay, dann eben nicht. So.
eine Chemiestation. Zwar kaputt, aber eine Chemiestation. Gehen wir mal da rein. Da oben ist da auch irgendwie ein Fach. Da kann man nichts mitmachen. Da liegt eine olle Tasche. Okay. Und noch ein Klo. Das ist gut, dass vor allen Dingen, dass das auch angeschlossen ist hier, ne? Oh, guck mal da oben. Redhawk. Perception 2, Range Damage 500%. Uiuiuiui. Da steht noch ein Köfferchen rum. Ist hier jemand drin? Nope. Oh. Ach du Scheiße! Nee, nee! Oh! Jetzt gehen wir drauf! Na komm schon! Es gibt's nicht, ey! Boah, ich konnte mich da nicht hochbauen mit diesen scheiß Woodframes. Ist das denn zu fassen, ey? Diese scheiß Köter, ey. Oh, Mann. Oh. Ey, so ein Dreck. So ein Scheiß. Oh, da ist jetzt nicht zu fassen, ey. Nervt. Da nervt jetzt gerade tierisch, ey. Weil wir jetzt bis da hinten hin zurück müssen und wir verlieren mal so viel Zeit dadurch. Das ist eigentlich das Schlimme, wir verlieren die Zeit. Nicht die Tatsache, dass ich irgendwie gestorben bin oder so, aber die Zeit, die jetzt drauf geht, um da hinzukommen. Und vor allen Dingen, ich muss dann nochmal vorher Steine holen, ich muss mir neue Pfeile machen. Vielleicht stelle ich das auch irgendwann mal um. Ich weiß nicht, vielleicht stelle ich doch mal um, dass man nichts verliert, wenn man stirbt. Dass man nicht seinen Rucksack holen muss. Ich meine, das macht die Sache natürlich anspruchsvoller insgesamt. Aber, das nervt halt. Nee. Shit happens. Jetzt werde ich schon wieder angeschrieben über Steam. Das gibt's ja wohl nicht. Laufend wollen die Leute irgendwas. So, wie weit sind wir denn weg davon? Es ist noch ein Stück. Holen wir mal hier ein bisschen Holz. Ach Mann, ey. Jetzt haben wir noch diesen blöden Debuff, ey. Oh Gott. Naja. Shit happens. So, da ist der Knast. Genau, dann bleiben wir einfach hier. Wir holen uns hier noch die Steine mit. Dann haben wir das auch. Und dann brauchen wir noch Federn, weil sonst brauche ich da gar nicht hinzugehen, wenn da die Hunde sind. Aber dass da drei Hunde rauskommen, ey. Ey, so ein Scheiß. Einer wäre ja noch okay gewesen, aber drei. Und dann komme ich nicht da hoch, weil diese Hunde direkt diesen blöden Woodframe zerbeißen, ne? Oh, ich habe echt alles versucht, um da hochzukommen irgendwie. Und wenn ich einen Block höher gekommen wäre und einen nach rechts, dann wäre es ja okay gewesen. Dann hätte ich da oben gestanden, dann wäre ich safe gewesen, dann hätte ich mir einen Verband angelegt und dann wäre alles cool gewesen. Aber so, keine Chance. Mann, oh Mann, oh Mann. So was Blödes. Hab ich da gerade einen Hund gehört da hinten? Naja. So. Ist passiert. Wir sind tot. Machst du nix. Wie viele Steine haben wir? 76. 29 Federn.
Dann machen wir doch schon mal hier die Pfeile. So. Aber hier ist ja auch verbranntes Gebiet. Also es kann gut sein, dass hier ein paar Hunde rumlaufen. Guck mal, da ist ein Nest. Direkt mitnehmen. Also ich habe nicht genügend Steine. Okidoki. So, war ich eigentlich hier beim Post Office hier an dem Auto? War ich da dran? Weiß das noch jemand? Bestimmt nicht, ne? Ja, siehste. War ja klar, dass ich das nicht gelootet habe. Ein Repair Tool. Ganz toll. So. Huch. Was macht er denn da? Springt da in der Gegend rum, ey, wie Rumpelstilzchen. Hat ja auch einen roten Pullover an. Rotes Hemd. Achso, ach, ich brauche Steine. Na egal. Was ist denn das? Kenne ich auch noch nicht. So, da ist nix. Hier sind noch Nester. Die nehmen wir uns noch. Und dann hacken wir hier noch einen Stein weg. So. Und dann können wir da rüber gehen. Ist ja schon da vorne, der Pornshop. Ey, dass da so viele Hunde drin sind, ey. Wer rechnet denn damit? Mein Gott, ey. So ein Shit. Ich habe auch kein Holz mehr. Das ist auch ein Problem gerade. Nee. Tja. Naja. So, dann haben wir auf jeden Fall jetzt genügend Steine. Dann hauen wir uns noch den Baum da weg. Das geht ja relativ fix mit der Feueraxt auch. Die ist ja auch modifiziert. Ich verbrauche kaum Ausdauer. Guck mal, der geht immer wieder bis auf 24 hoch. Oder oftmals. Oh, ein Airdrops. Den sollten wir uns holen gehen. Hat er ihn denn hingeschmissen? Ich glaube, ich habe den Airdrop-Marker außer. Nee, ach du Scheiße, genau in der anderen Richtung. So, das Holz nehmen wir noch mit hier. Okay. Jetzt wüsste, wo die Hunde sind. Vor allen Dingen, wenn ich wüsste. Da liegt mein Rucksack. Okay. Da ist noch ein Nest. Ist schon leer. Dann kümmern wir uns erstmal um ihn hier. Bevor wir wieder da reingehen. Sind die Hunde jetzt wieder da rein oder rennen die hier draußen rum? Das würde mich ja auch mal interessieren. Diesmal mache ich das anders. Warte mal. Das war jetzt doch eben ein bisschen... You must repair this. Achso. So, dann machen wir das jetzt so.
Achso, da komme ich dann nicht hoch. Okay, das ist dann gefährlich. So, den reparieren. Okay, auf ein neues. Wo sie wohl alle hin sind. Da sind sie. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Ich komme hier nicht raus. Und da vorne rennt das Kaninchen rum und lacht sich schief und schepp. Habe ich mein Bowie-Messer dabei? Ja, sehr gut. Na komm. Looten, ne? So. So, wir sind auch schön hoffnungslos überladen. Tja. Ja, ne? Ist dann so. Andere Leute stellen sich ja hier eine Kiste auf. Da musst du halt dann zweimal hin und her rennen, ne? Tja, das hat dir nicht gefallen, ne? So. Und tschüss. Der ist ganz schön heavy, dieser Pornshop, dafür, dass ich auf normal spiele. Mehr Hunde. Na toll. Oh. So, das war ja jetzt kein Problem. So. Okay. Jetzt können wir hier erstmal looten. Ganz in Ruhe. Da ist nur ein Müllhaufen. Sonst liegt da nichts mehr. Shotgun Messiah. Sehr gut. Da liegt eine Waffentasche. Okay. Das hat sich schon gelohnt. Allein deswegen hat sich das Sterben schon gelohnt. Oh, ein Compound-Bogen. Oh, Gold-Nuggets. Was ist da denn? Hab ich ja noch nie gefunden. Da oben liegt noch eine verwitterte Tasche rum. Nichts drin. Schade. So, der ist gesperrt. So, kann ich den nicht hier...
Okay, damit kriegen wir ihn auf. Das schmeißen wir weg. Das weg, das weg. Pfeilspitze aus Eisen. So. Davon können wir auch eine zerlegen. Dann packen wir uns die eine für den Notfall nach da. Woodframes nach da. Die Maschinenpistole machen wir mal dahin. Die können wir auch zerlegen. Ist mir egal. Den Compoundbogen nach da. Den tu. Ne, der hat keinen Modifier drin. So, dann tun wir den zerlegen. Okay. Also, ich wollte den Honig trinken. Da draußen rennt irgendwo einer rum. Ich hoffe, der kommt nicht hier rein. 16 Uhr haben wir. Boah, das gibt's nicht, ey. Diese blöde Stamina. Ich hau den gleich mit der Steinaxt auf, ehrlich. Nur damit die Stamina oben bleibt. Mein Gott, ey. Da kommen noch 3-4 Schläge und dann haben wir's. So, sehr gut. Oh, cool. So, warte, ich nehme mal gerade die Woodframes. Mach die mal hier hin, wir trinken noch was. So. Da ist auch noch ein Tresor. Ach so, hier geht. Ich dachte, es geht hier noch nach oben oder so. Okay, da ist noch ein Wandtresor. Ja dann. Also ich würde sagen, 1500 Hitpoints hätten bei dem kleinen Tresor auch gereicht, ne? Warum hat der kleine Tresor genauso viel Hitpoints wie der große Tresor? Out of Stamina, mal wieder. Ha, wer hätte es gedacht? Aber das Gebäude ist doch noch höher. Guck mal, da oben ist auch noch eine Kiste. Mit einem Rohr drin. Liegt da sonst noch irgendwas? Generator Bank. Noch eine Generator Bank. Oh, eine lila Batterie. Wie krass. Wie krass. Aber das Gebäude ist doch noch viel höher. Oh oh. Der mit dem Wolf tanzt, ey. Zum Henker kam der denn jetzt her, ey? Dabei will ich nur hier den blöden Safe aufbekommen. Dann muss ich mir das Gebäude mal nochmal angucken gehen. Von außen. Kann ich nicht noch irgendwas essen? Was hat hier? Range Damage, Water minus 30, Perception. Ja, Honig. Ich trinke noch einen Honig. Vielleicht bringt das ein bisschen was. Ja, nicht wirklich. Komm, wir nehmen mal die hier.
Kann man wenigstens an einem Stück durchschlagen. Und muss nicht jedes Mal aufhören. So. Guck mal da, wie schön das geht. Oh nee. So kommt man auch an Fleisch, ne? Vorausgesetzt, man hat noch ein bisschen Stamina übrig. Mein Gott, ey. So, komm, noch einmal. Okay. So, kann ich jetzt eventuell den Safe fertig aufschlagen? Okay, so. Gut, also es geht hier, innen geht's nicht nach oben. Ne? Ich geh mal nochmal gerade hier gucken. Ob, warte mal, da oben? Nee. Geht's, ist hier vielleicht noch irgendwie eine Tür oder so? Nö. Andere Seite? Wahrscheinlich eher auch nicht. Warte mal, hier ist. Ne, hier ist nur Klo. Guck mal, da ist doch noch was da oben. Muss man da innen hochgehen oder was? Ich brauche Woodframes. Habe ich noch Holz? Ja. Ich habe schon wieder einen Wolf gehört. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los, ey? Da ist doch ein Wolf draußen. Schon ein bisschen komisch, ne? Hast du gehört? Da war der wieder. Hoffentlich geht das hier gut. Scheiße. Wenn jetzt noch dieser Wolf ankommt, den ich hier schon 5-mal gehört habe. Oh, sie schwebt wieder, hast du gesehen? Leicht wie ein Ballon. So ein Level-Up haben wir auch schon. Und alles nur, weil ich eine Pickaxe will. Hast du gehört? Da war wieder der Wolf. Der ist hier irgendwo. Aber wo? Wo rennt dieser Wolf rum? Hier vorne irgendwo muss der sein.
Da. So. Okay. Den haben wir auch. 20.20 Uhr ist es jetzt. Na komm. Pornshop of Doom, ey. Meine Fresse, ey. Ist das hier ein Laden? Das gibt's ja wohl nicht. Mein Gott, nochmal. Uff. Was können wir denn hier eventuell wegschmeißen? Schrotflinte, Jagdgewehr, Jagdgewehr. Das können wir zerlegen. Ich habe 32 Schuss für die Schrot. Ey. Ich mach das mal so rum. Ey. Die können wir auch zerlegen. Heat Resist, minus 19. Ich glaube, ich brauche eher Heat Resist. Ich... Nee, Quatsch, warte mal. Wir haben, ich glaube, ich brauche eher Cold Resist. So, der macht Cold Resist. So, dann ziehen wir den an und den tun wir zerlegen. Ansonsten noch was, was ich hier scrappen kann. Ja, das Metallrohr. Armbrust brauche ich nicht. Schmeiße ich jetzt weg, ist egal. Ich weiß, macht nicht viel Sinn. Muss es auch nicht. So. Ich gehe hier genau falsch rum. Geh genau falsch rum durch den Pornshop durch. Ich blöd, Mann. So, das ist auch 21.21 Uhr. Pass auf, ich gehe raus. Ich gehe jetzt raus und baue mich hier außen hoch. Die Folge ist ja eh mal wieder mit Überlänge vorbei. So. Ich baue mich jetzt hier hoch. So, hier, hol den Krempel da weg. So. Machen wir noch Licht an und dann bleibe ich hier stehen. Bis morgen früh. Ne, was soll ich sonst machen? Und dann gucken wir, dass wir dann den Pornshop hier irgendwie leer bekommen. Ne? Und den Dings will ich gern holen. Hier den Airdrops. Ich bin mal gespannt, ob wir das noch schaffen, alles an einem Tag. Aber hier, den mache ich jetzt leer. Der hat mich jetzt so genervt, den bin ich einmal gestorben. Den mache ich jetzt express leer. Ja, das machen wir morgen in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Bis denn und tschüss.